FSV Rheinfeld Rap Channel mit dem Trainer Franco Olivieri. Franco, 5:1 Sieg, wie ist dein Gefühl gerade? Also mein Gefühl ist genauso wie die ganze Woche. Ich hatte ein gutes Gefühl, auch wo ich hierher gefahren bin heute. Anders wie in den letzten 5 Wochen. Ich habe die Aggressivität, die Leidenschaft in den Augen gesehen in der Kabine. Und wir sind so raus und ich wusste, heute gibt es nichts zu rütteln. Ja, nur 3 Punkte und die Jungs haben wirklich ein Lob verdient. Also wir haben sackstark gespielt. Also die haben alle Punkte umgesetzt, was wir als Trainerteam wollten. Was war anders im Vergleich zu den Vorspielen? War das jetzt auch ein bisschen der Druck, gewinnen zu müssen? Oder was habt ihr die Woche anders gemacht? Wo habt ihr anders gearbeitet miteinander? Also wir haben die Woche so gestartet, dass wir montags anstatt Training eine Stunde geredet haben. Da durfte jeder einfach mal was sagen, was ihm auf dem Herzen liegt. Und ich glaube, dass es wichtiger war wie die ganze Trainingswoche. Ja. Dann habe ich Dienstag, Donnerstag Feuer gespürt, Leidenschaft gespürt und vor allem Spaß gespürt. Und das hat man heute, glaube ich, auch von außen gesehen. Die Jungs haben Spaß und Leidenschaft gezeigt. Ja. War das auch so ein kleines Hochzeitsgeschenk heute für den Musa? Ich hoffe, er freut sich, ja. Also wir haben alle Gas gegeben für ihn. Abschließende Frage, geht ihr jetzt nach dem Sieg die Hochzeit stürmen und erobern? Oder was ist geplant, inoffizielle Aktion? Ich denke doch, ja. Mal schauen, wie viele Leute mitkommen. Aber ja, ich denke, irgendwas werden wir machen. Schön, Franco, Glückwunsch und danke.